So, weiter geht's. Und ich glaube, den haben wir jetzt erledigt. Und das war's auch. Das war's dann gewesen für die. Ornel ist tot. Wir können nicht mehr siegen. Rückzug, sofort! Alle Truppen zurückziehen. Evakuiert die Stadt. Sehr schön. Wir werden Ornel für sein Begräbnis zurückbringen. Hier gibt es für uns nichts mehr. Genau, verzieht euch. Der Sieg von Eliphas, dem Erben, über die Alien-Streitkräfte des Sternenreichs der Tau, führte zu einer verzwickten Parodie von inquisitorischen Praktiken. Die Worldbearers feierten den Tod von Ornel Chiores und bezeichneten das Ableben des Himmlischen als Beweis für die Falschheit der Tau-Götzen. Die ketzerische Propaganda um dieses Ereignis ließ die Worldbearers der Welt die gleichen Beschuldigungen entgegenspucken, mit denen sie selbst verdammt wurden. Sie nannten die Tau Ketzer und Ungläubige, glaubenslose Kreaturen, die leere Ideale unter den Stiefeln der Oberpriester der Himmelskaste verehrten. Diese Handlungen waren alle darauf ausgelegt, Lorga zu gefallen, dem Dämonenprimarchen der Worldbearers, der angeblich von der Dämonenwelt Sikarus aus über die Legion herrschen soll. Lorga war der Begründer dieses verzwickten Glaubens, der von dieser Legion gepredigt wurde, und er soll die Religionslosen mehr als alle anderen gehasst haben. Wenn dies so war, dann ist es nicht schwierig, sich vorzustellen, wie er über die Abschlachterei gelächelt hat, die in den Tauschstätten auf Kronos in seinem Namen durchgeführt wurde. Super. So, Ausrüstung gewonnen für 2000 Kills und das Volk der Tau ist auch besiegt worden. Nice. So, was rüsten wir aus? Ich habe mir überlegt, hier vielleicht noch diese, so ein paar Handschuhe oder Stiefel hinzuzufügen. Aber nee, wir fügen eine Plasmapistole hinzu, damit der Gute uns auch im Distanzkampf gute Dienste leisten kann. Und wir haben Orests Taschen erobert. Jetzt ist es wahrscheinlich an der Zeit, mal hier hinten das ganze Gebiet aufzuräumen. Denn die Elder machen sowieso noch keinen Stunk. Obwohl ich mir gerade überlege, wie ich dann den Rückzug anbeordere hier. Ja, die Orks werden wirklich immer stärker. Da sollten wir unbedingt noch was tun. Und die oh Gott, ist das alles hier auf 13. Dann würde ich mal sagen, wir müssen eben noch... Ne, hier brauchen wir gar nichts verstärken. Wo machen wir das nochmal? Kommandant. Genau, der ist gefallen. Den holen wir uns wieder hinzu. Und ja, zwei Köpfe haben wir. Vier Köpfe fehlen noch. Wir beenden erstmal unseren Zug. Kann natürlich passieren, dass wir hier angegriffen werden. Wie es dann aussieht, weiß ich gar nicht. Aber wir machen erstmal den Zug beenden. Die Orks haben mal wieder nichts drauf. So, die Elder machen das, was ich erwartet habe. Sie gehen auf dieses Feld hier. Und wir werden denen einfach mal dieses Feld wegnehmen und uns dann hier nach unten bahnen. Und dieses Feld hier ist halt ein besonderes Feld. Das ist der Raumhafen von Parvonis. Und wenn wir den haben, können wir jedes beliebige Feld angreifen, glaube ich. Aber das werdet ihr schon noch früh genug sehen. Dass die Orks wieder mal nichts gebracht haben, war klar. Und wir werden mal sehen, um wie wir uns die dann kümmern. Auf jeden Fall greifen wir dieses Feld hier an. Können wir dann noch eigentlich... Ach nee, wir haben ja genügend. Dann können wir hier mal das Gebiet ein bisschen verstärken. Falls wir da angegriffen werden sollten.
Genau, übernehmen wir mal. Und das Gefällt wird nicht stärker. Ich weiß nicht gar nicht, warum. Ja, soll nicht unser Problem sein. Wir greifen dieses Feld hier mal an. Und dann können wir auch gleich die ganze Ehrengarde von der guten... ja, wenn ich wüsste, wie die gute heißt. Auf jeden Fall ist das eine Ruhmprophetin. Angriff. Unser erster Kampf gegen Elder. Die Panrea-Niederungen. Und als Belohnung dafür bekommen wir dann einen Berserker-Champion. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier für tödliche Sachen anrichten können. Wir kennen das ja. Ganz schnell hier alles einnehmen. Mit Sklavenarbeit, die zum Höchstmaß treiben. Die Geißel steht hier angegriffen. Aus welcher Richtung werden wir eigentlich angegriffen? Ah, aus dieser Gegend hier. Und warum? Achso, die haben ja schon. Es ist so, als ob tausend Stimmen vor Schmerz schreien würden. Ich kann es kaum erwarten. Oh, das sind Banshees. Hört ihr auch diese Stimmen? Gut, dass da unsere Geißel mal aufräumt. Runenprophetin Taldea heißt die gute. Und da sollte jetzt eigentlich ihre gesamte Ehrengarde weg sein. Wir müssen vernichten. Und ich glaube, mein Ketzer ist gestorben, weil ich den zu lange mit Sklaven damit anhatte. Dazu sage ich nur eins. Hupsi! Und da wollte auch schon wieder ein bisschen was von der Ehrengarde ankommen. Ich fühle, wie der Warpraum mich überkommt. Ist aber nicht. Es ist ein guter Schmerz. Stattdessen bemannen wir diesen... Oh gut, den haben wir noch gar nicht eingenommen. Dann will ich erstmal zwei Plasma-Generatoren haben. Die dunklen Götter können mal hier hin. Wenn ihr hier seid, um zu dienen, baut mir mal noch einen zweiten Plasma-Generator. Okay. Die verstärken wir. Und unsere Einheit ist jetzt eigentlich schon wieder fast so stark, dass wir hier bis nach hinten durch können. Oder ich glaube, die sind hier in dem Fleck. So, dann wollen wir mal Eliphas hier... Was wollen Sie? ...hier mal in diese Einheit hinzufügen. Kommt, meine Vasallen. Lasst uns ihre Seelen nehmen. Da der Gute jetzt auch einen stärkeren Angriff hat. Ich kann es kaum erwarten. Und wo ist mein zweiter Ketzer? Ah, da. Segne uns, Meister. Befestige auch diesen Horchposten hier. Vielen Dank, Meister. Die dunklen Götter. Du kannst mal einen dritten bauen. Vielen, vielen Dank, Meister. Wir haben jetzt keine Anforderungspunkte mehr so richtig. Die können auch ohne stehen bleiben eigentlich. Es sei denn, wir sehen jetzt hier Einheiten über den Kanal kommen, aber das ist Quatsch. Vernunft ist, was wir schwachen. Ja, wir rücken mal vor. Einfach, weil wir es können. Lacht euch an ihrem Fleisch. Schlachtet alle ab. Weil wir hier gerade stehen, können wir diese Gardisten mal besiegen. Und alles, was die Elder haben, ist nicht gut, also ziehen wir denen das ab. Da die Elder ja eh nichts brauchen. Elder finde ich auch sehr schwer zu spielen. Habe ich das schon mal erwähnt? Kann das? Segne uns, Meister. Wir bauen es für euch. Na, wir haben keine Anforderungspunkte gerade. Weil wir hier sowieso alles befestigen. Was immer ihr wünscht. Aber, oh, Leck. Dolles Leck. Wir bauen es für euch. Ich mache mal kurz Pause. Vielleicht geht das Leck dann weg. Ja, die... Jetzt hat sie sich wieder gefangen. Oder auch nicht. So, jetzt. Jetzt hat sie sich wieder. Ach, da waren wir noch gar nicht fertig. Das müsst ihr doch mal sagen, Mensch.
Ich dachte, ihr seid schon längst fertig da mit dem Abnehmen der Fahne da und dem ganzen Zeug. Und es geht, glaube ich, wieder los mit dem Gelegge. Ja. Ich unterbreche mal kurz die Aufnahme. So, wie sieht's jetzt aus? Wenn das weiterhin so ist, dann müssen wir für heute die ganze Folge abbrechen. Die dunklen Götter wachen über uns. Aber sieht gut aus jetzt, ne? Wir holen uns noch einen Trupp Chaos Space Marines hinzu und dann greifen wir die Basis auch an. Vernunft ist was für Schwache. Das würde mir dann zu lange dauern. Mich zu ihnen und ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Ich meine, das ist eine Dreierbasis hier. Das ist Kacke ist das. Ich meine, wir haben eine Geißel, das ist schwere Artillerie. Nee, also da kenne ich jetzt keine Gnade. Was ist da? Ein Lö-Aspekt-Portal. Und die scheinen da unten quartiert zu sein. Das ist ja interessant. Geißel, schieß mal drauf. Wo rennen die denn hin? Danke. Okay, probieren wir deine Taktik vorerst. Denn ich möchte auf jeden Preis verhindern, dass die jetzt hier nochmal ein neues Superportal bauen, was ja deren HQ-Einheit ist. Macht mal den da unten kaputt. Macht mal hier alles ein bisschen kaputt. Kaputtig. Und ein Harlekin. Ich weiß nicht, ob ein Harlekin eine Kommandoeinheit der ist. Weil Chaos hat ja auch zwei Kommandoeinheiten. Ich kann es kaum erwarten. Weiß ich jetzt gar nicht. Und da oben stehen schon wieder Ranger. Und ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Oh, damit habe ich nun gar nicht gerechnet, dass die auch von beiden Seiten hier kommen. Heidi-deidi. Ich fühle, wie der Warp-Raum mich überkommt. Es ist ein guter Schmerz. Heidi-deidi. Oh, na, noch ein Harlekin. Kommt doch mal ein bisschen runter. Und mal wenigstens so tun, als würdet ihr hier ein bisschen Chaos verursachen. Und irgendwas stimmt hier nicht mehr. Es leckt total. Macht Windows wieder irgendwelche Updates da? Ich habe keine Ahnung. Wir warten kurz, bis es wieder sich beruhigt hat. Das beruhigt sich nicht mehr. Dann zerstören wir hier noch dieses... Das ist ja unguckbar. 4 FPS, ich breche ab. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.